Der Andrang riesig vor der Jaku Arena des FSV Hollenbach. Insgesamt rund 2000 Zuschauer wollen das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die baden-württembergische Oberliga sehen. Zwischen Gastgeber Hollenbach und dem südbadischen Verbandsliga-Vizemeister Freiburger FC. Nach dem 2:2 im Hinspiel vielleicht ein kleiner Vorteil für die Gastgeber wegen der Auswärtstore, aber die spielen hier schon bald keine Rolle mehr. Nach nur 11 Minuten der Schock für die zu passiven Hausherren. Kapitän Fabian Suttner schiebt ein zum 0:1. Die schnelle Führung für die selbstbewusst auftretenden Gäste. Hollenbachs Anhänger natürlich konsterniert, aber es kommt noch schlimmer. Mike Enderle überlistet FSV-Keeper Philipp Hörner, der zu weit vor seinem Tor steht und den Schuss aus fast 50 Metern nicht mehr parieren kann. Enderle gelang so ein Treffer bereits in der ersten Relegationsrunde gegen Hettesheim. Da hätte man vorgewarnt sein können. Hörner sieht natürlich nicht ganz glücklich aus. Entscheidend für diesen Treffer fast von der Mittellinie war aber vorher das zu lasche Zweikampfverhalten im Mittelfeld. 0:2 also, und auch Trainer Martin Kleinschroth fordert endlich mal Zweikampfstärke von seiner Mannschaft. Kurz darauf aber diese schöne Kombination der Gäste. Hörner kann nur noch reingrätschen. Klarer Elfmeter für die Gäste. Und diese Chance lässt sich Marco Senftleber nicht entgehen. 0:3 nach nur 29 Minuten. Ohne den gelb-rot gesperrten Michael Kleinschroth sind die Gäste hier absolut überlegen. Hat da gerade die erste halbe Stunde vielleicht der Bruder auch so ein bisschen als aggressive Leader vielleicht gefehlt einfach? Ja, voll. Wir wussten nicht genau, wie wir umstellen sollen, wie wir den ersetzen sollen. Aber mein Bruder, der Michael, der hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Und das ist Fakt. Wenn du keinen, so wie du sagst, einen aggressive Leader hast, dann fehlt es vorne zum Angehen. Und das haben wir nicht kompensieren können. Die Gäste weiter am Drücker, toller Freistoß von Ivan Novakovic, aber auch Philipp Hörner kann endlich mal zeigen, was er kann. Dann ein leiser Hoffnungsschimmer für den FSV, Marius Uhl mit einer starken Einzelleistung lässt drei Abwehrspieler und auch FC-Keeper Niklas Schindler keine Chance. Nur noch 1:3, gleichzeitig der Pausenstand, aber Hollenbach braucht noch drei weitere Treffer zum Aufstieg. Und es fallen noch Tore, aber auf der anderen Seite, 60. Minute, Freiburg macht den Deckel drauf, wieder trifft Marco Senftleber, 1:4. Die Partie ist entschieden, FSV-Coach Kleinschroth schüttelt nur noch den Kopf. Wegen der Geburt seines Kindes hatte er ja das Hinspiel noch verpasst. Im Rückspiel gibt es für ihn nichts zu jubeln, Novakovic verwandelt sogar noch einen Eckball direkt. 1:5, Hollenbach wird nach einer eigentlich ja starken Saison hier in der Relegation unter Wert geschlagen. Die ersten Zuschauer verlassen die Arena, die Partie ist durch. Hollenbach nochmal mit einem Pfostenschuss von Torben Götz. Aber es bleibt beim 1:5. Der Freiburger FC steigt in die Oberliga auf. Oberliga, ey! Oberliga, 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 ey! Wir wussten, dass Freiburg stark ist und das hat ja jeder gesehen. Aber das, was uns eigentlich ausgezeichnet hat, die komplette Rückrunde jetzt, wo wir richtig stark waren in der Defensive, dass wir da nichts zugelassen haben oder wenig zugelassen haben, das hat uns heute das Genick gebrochen. Wir haben einen Stellungsfehler gemacht zum 1:0, wo der Dennis da rausrückt, wo wir schon einen Ball verlieren, da fängt es schon an. Wenn du solche Fehler in so einem Topspiel machst und gleich 1:0 zurückliegst, dann ist es natürlich katastrophal. Und auch das 2:0, wieder blöder Ballverlust von uns, langer Ball und der geht direkt ins Tor, dann 3:0, 11 Meter und das ist halt einfach. Wenn du solche Fehler werden in der Oberliga bestraft und das war ein Oberligaspiel und da sind wir noch nicht gewappnet. Ich würde jetzt sagen, es ist einfach so, dass man ein gutes Ballgefühl gehabt hat. Wir haben die Strategie heute gehabt, Fußball zu spielen und mit unserer Art es zu schaffen. Das haben wir nochmal deutlich gesagt, weil da sind wir ein bisschen weggekommen, zu verkrampft. Und ich denke, die ersten 30 Minuten haben wir so gespielt wie die letzten drei Jahre ab und zu. Wir sind heute verdient weitergekommen mit einer coolen Truppe, das ist jetzt schon natürlich absoluter Highlight und ist auch verdient. Und ist okay gegen eine gute Mannschaft. Ich bin total tief entspannt, auch wenn ich nicht so aussehe und kaputt. Geil, ja. Ausgelassener Jubel natürlich bei den überraschend deutlich überlegenen Gästen. Die FSV-Spieler dagegen natürlich niedergeschlagen, treten damit auch in der kommenden Saison wieder in der württembergischen Verbandsliga an.